Firma Grelli in Frauenfeld, die hat während der Saison, die Saison ist von September bis Ende Dezember, eine Mitarbeiterzahl von bis zu 20 Mitarbeitern, die einerseits in der Rösterei arbeiten, das heisst Erdnüsse und Rösten, und andererseits das Produkt verpacken plus das ganze Lagermanagement dahinter. Wir rösten pro Jahr etwa 1100 Tonnen Erdnüsse rösten. Das heisst, während der Saison haben wir eine Kapazität bis zu 30 Tonnen pro Tag, die wir rösten. Der Marktanteil der Grelli AG an gerösteten Erdnüssen ist über 50%. Das heisst, mehr als jedes zweite Erdnüsse, das verkauft wird in der Schweiz, kommt von der Grelli AG. Die kommen aus der neuen Welt. Das heisst, wo die Spanier damals die Welt entdeckten, sind sie aus der neuen Welt mit diesen Erdnüssen gekommen. Und im Schweizer Volksbrauch nennen wir die, und in vielen verschiedenen Kantonen ist das so, nennen wir die spanischen Nüsse, weil die Spanier die nach Europa gebracht haben. Der Stangenseiser tut sämtliche Gegenstände oder Erdnüsse, die grösser sind als Durchschnittserdnuss oder kleiner sind als Standarderdnuss, aussortieren. Das ist unser erster Reinigungsschritt, nachdem wir so einen Big Bag entleeren. Im zweiten Schritt geht es nachher zu dieser Maschine. Das ist ein Schwerteilausleser. Der nimmt alle Gegenstände, die leichter oder schwerer sind als der Durchschnittserdnuss, aussortieren. Das, was schwerer ist, haben wir schon sehr viel gesehen. Steine. Mehrheitlich sind Steine, die halt in der Ernte von den Erdnüssen mitgezogen werden, in den Sack abgepackt werden. Und natürlich ist es für uns wichtig, dass wir sämtliche Fremdkörper aussortieren, dass wir im Endprodukt, das wir im Sack haben, nur noch Erdnüsse haben. Wenn die Nüsse durch die ersten zwei Reinigungsverfahren durchgegangen sind, gehen die in den Silo. Und vom Silo gehen die nach direkt werden eingespissen in die Röstmaschine, wo die für 19 Minuten lang geröstet werden. Es kommt sehr stark darauf an, auf die Größe des Erdnüsse sowie auch auf die Dicke der Schale. Und da kommt genau das Können vom Röster hinzu, wo das immer muss prüfen. Wir kommen ja, das ist ja ein Produkt von der Natur, und das heisst, wir kommen nicht immer nur homogene Erdnüsse, die alle gleich gross sind. Wenn wir sagen, 30 haben alle die gleiche Größe, oder 40 haben auch alle die gleiche Größe, sondern sie sind grösser und kleiner. Wenn wir jetzt das Land in der Rösten, können die kleineren, könnten sie verbrennen. Und wenn wir zu wenig Land in der Rösten, werden die dickeren, die grösseren werden zu wenig grösser. Und das ist jetzt genau das, was der Röster dann immer muss schauen, wenn die Nüsse durch die Röstmaschine durchgehen. Nachdem sie durch die Röstmaschine durchgekommen sind, werden sie abgekühlt auf die Vorderbank gespissen und dann geht es zur nächsten Reinigungsstufe. Und zwar werden dort alle Teile, die immer noch zu leicht sind, also Schalenreste, werden dort automatisch abgesogen. Und von dort geht es weiter in eine Sortiermaschine, wo sämtliche Erdnüsse, die zu dunkel sind oder zu dunkel geröstet worden sind, aussortieren. Das heisst, die Maschine macht ganze Fotos und automatisch erkennen, dass Erdnüsse jetzt zu dunkel geröstet und wird aus dem ganzen Produktionszyklus ausgeschlossen. Das heisst, es wird rausgenommen. Und von dort gehen sie nachher direkt auf das Hauptförderband, wo nachher die Silos befüllen. Das ist ein Bereich, wo sämtliche Erdnüsse verpackt werden. Und das ist je nach Tagesplanung und Bestellungen von unseren Kunden abhängig. Und zwar, wenn wir einen Kunden haben, der sagt, er braucht jetzt 10 Paletten mit 2,5 Kilo Sack, dann machen wir das selbstverständlich. Machen. Oder ein Kunde, der sagt, ich brauche 5 Paletten mit 250 Gramm Nüsse, dann füllen wir das entsprechend ab. Unter anderem zählen wir die Migros, den Denner, Volk, Spar, Globus und Manor zu unseren Kunden. Selbstverständlich haben wir auch noch viele andere Kunden, die beliefern, auch kleinere Unternehmen, die wir gerne beliefern wollen.